De Jacques waren papagei, voor je het houdt kemiget. Ik kan in zijn goede zoon, de Jacques voor de rabbelkappeste papagei van de wereld. Wat hier zich alles erlaubt, het geht op kankouhout. Blijft hun zich poesten ausgerabt, wens de Jacques. Hier nu het een of ander op de beemsje gedriven. Het kan ik kennen zullen wat de Jacques vernauben had. Me fangen maar vier un. De Jacques zit met zijn papagei-college aan papagei-boutique aan een grote papagei-käfig. Al die andere papageien hebben neerlijk op hun steen gehoopt, de rekse riech de haal en nog vier aan de boutique gekookt. Beim Jacques was dat dan niet. Hij hing ganz krom op de steen, had de kap aangezogen en nog handen wieder op de mauer gekookt. Dat had de papagei-boutique-man barsten gedaan. Wenn ihr all seine Papageien so teuer wie möglich verkaufen wollt, und ihr müsst dafür sorgen, dass Papageien sich ordentlich behalten. Wer will schon eine frische Papagei kaufen? Mehr wie ein Kier so der Papageien-Boutiquesmann zum Jackie. All den Kollegen kann ich für 5000 Franken verkaufen. Für dich wollen die Leute nicht einmal 500 Franken gehen. Behol dich doch endlich. Setz dich riecht. Ach, guck wie rundisch. Aber der Jacques hat den Davdauer gemacht. A Platz zu folgen, hat ihn der Kopf nach mei angezogen, als er nach mei drum auf seinen Stein gesetzt. Mui ist frei um 7 Uhr, ein Stund, ehe hier sein Boutig abgemacht hat, kommt der Papagei-Boutigsmann bei der großen Papagei-Käfig, hat an den geklappt und gerufen, Hüpp, hüpp, auf Eschen! Loget geübt, da dir Picobello Schwätze lehrt. Zum ersten Papagei so der Mann, Niki. Der Papagei hat geantwortet, Niki. Den zweiten so, Poli. Den dritten, Trulli. Den vierten, Annabella. Alle 29 Papageien haben ihre Nummer richtig abgesucht. Nehmen den 29. Den allerletzten, der Jackie. Hier hat alle Mäuers Männerchen gemacht. Van de papagei-boutiquesman gerufen hat, Jackie, hat de Jackie gesagt, Vaders. Dat hat de Mann so verkurbelt, dat je nicht mit ze einfach wusst. De Mise wo, dat leid alle gut gleich wollten de Jackie kaufen. Knapp stungen sa Boutique, hu se schon am Fanger op de Jackie gewiesen, a gesagt, den do hätte ich gern. Dat war nicht verwunderlich, weil de Jackie wo de schönste Papagei am ganzen Käfig. Hier hat die Farbes Blumen, Matrode, Gringen, agile Streifen am Tippeln. Und er hat auch nach einem wunderbaren weiß zickzack Muster haben auf seinem Schwanz. Das tut der Leid extra gut gefallen. Und dafür sagt es alle gut, ich hätte unbedingt gern dem am zickzack Muster am Schwanz. Aber das tut dem Papagei-Boutiquesmann gut nicht gefallen. Wenn er sich klar drauf gehalten hat, ausgerechnet die Jacke zu kaufen, so der Mann, mir guckt er mal, wie den auf seinem Stein da hängt. Den hört schon ein richtiger Buckel. Auf dem kann ich keine Garantie geben. Da sagt der Klient, das möchte nicht. Dafür hat hier eine formidable Zickzackmuster um Schwanz. Der Mann sagt, passt up, das ist ein frecher Kerl. Hier gibt uns Gemenge voll, kein Fatz. Der Klient sagt, das ist egal. So ein fantastisch Zickzackmuster um Schwanz finde ich in meinem Enkeier. Ich kaufe gerne den da. Wie ist denn? Der Boutiquesmann hat gerufen, Jackie, wie heißt du? Der Jackie hat sich mal nicht umgedreht und gemault. Da geht dich nicht un. Der Boutiquesmann hat gerufen, Jackie, so wenigstens dem Herr hei, wie du heißt. Den Herr will dich kaufen. Der Jackie hat zurückgerufen, Ein Banan soll den Herr sich kaufen. Ein Banan. Gewinn ist das Durchgang für die Leute zu weisen, was für ihr verbrütend, egesinnigst, a Bockelsteher der Jackie war. Gesieht er mal, so der Boutiquesmann, was hat ich gesagt? Die hat besser irgendein anderer Papagei herauszusichern. Aber die meisten Leute sagten,
Ich mengen, Papageien hu kein gut Kammerstuf. Da gucken ich lieber mal an einem anderen Papageienbutik. Afort waren sie. Der Jackie hat dem Papageienbutiksmann Altnäs ein Kehr sein Geschäft verhunzt. An der Mann hat gejaut. Fahrst du so weiter fährst, du Topie Gackapai. Da gött Gackapai gehackt ist aus dir gemäht. Der Jackie hat zurückgejaut. Es sieht kein Gackapai. Du geier Papageienbutikskacker zu dem Mann. Da tut der Mann so verkurbelt, dass ihr nicht mit zu empfen wusst. Wenn ihr abgeregt war, so zu neben Gackapai, ein Platz Papagei, da war nichts zu machen. Da sind wir mich schlimm, die Mann Jackie. All die anderen Papageien haben immer schön brav und ordentlich. Alles nur gesucht, was zu viel gesucht wurde. Wenn der Boutiquesmann gerufen hat, wie geht es, Trulli? Hat den Trulli geantwortet, wie geht es, Trulli? Von Annabella gesucht gut. Willst denn Kamel, Annabelle? Von hat hat geantwortet. Willst denn Kamel, Annabelle? So war es richtig, weil ein richtiger Papagei sieht immer alles nur. Schüste Jackie hat sich überhaupt nicht so los. Von der Papagei-Boutiquesmann gesucht hat. Pass doch schon mal weg, Jackie, hat Jackie gejaut. War denn blöd froh? Mensch, dich gif penne ma doppen den Nähen. Der Jackie wollt einfach nicht schwätze lehren wie ein Papagei. Du hast dem Papagei-Boutiquesmann ein Idi kommen, hin hört bei sich gedurcht, lo gött der Jackie allein an den Käfisch gesät, an da feiern ich hier bei der Schulmeister Nicola Lineal. Denn Herr Lineal kann dann am Jackie üben, und zwar so lang, bis er richtig schwätze kann wie ein richtiger Papagei. Hier wird gleich telefoniert, an der Schulmeister Nicola Lineal sagt, bring mir den Buchstrauß lernst, den kriegen wir schon an drei. Mein kleines Mädchen, please, ist extra froh mit den Papageien. Nach derselben Abend hat der Papageienbutiksmann der Jackie mit seinem Käfig an sein Auto geladen, aber der Schulmeister Nicola Lineal gefahren. Gleich den Tag top hat der Schulmeister mit seinen Lektionen für den Jackie angefangen. Er hat sich für den Käfig gestellt, also streng. Ich bin der Schulmeister Nicola Lineal. Der Jackie so gerade so streng. An es in den Hänger des Mulles Plummerabart. Der Schulmeister war paff. Da du was ein komplizierter Fall, hat er bei sich gedurcht. Mir ich kriegen die freche Maul an der Fassung. Wir stellen ihm einen Fall, dann hält ihn ob mit seinem dummen Geschwätz. Der Schulmeister hat sich nicht für unter Käfig gestellt, also zum Jackie. Lausch dir mal, mein Jung, du bist ja so dichtig. Ich wette, du kannst mir mal kein Drei wieder richtig nahe sagen. Kein Drei. Der Jackie sagt, fett, fette, Mann. Der Schulmeister sagt, wenn du mir die Drei wieder richtig nahe siehst, nenn ich dir von deinem Käfig ab und du kannst fliehen, wo du die Welt. Hier wurde nämlich überzeugt, der Jackie wird nie fertig bringen, die Drei wieder nahe zu sagen. Weil der Schulmeister Nicola Lineal hatte so konterbossig, so verdrudelt, a komisch wieder herausgesicht, dass er denkt, schon drunken gauf beim Nullauschtern. Aber der Jackie sagt, da los, mal kommen! Der Schulmeister hat tief Luft geholt und hat echt Wort abgesagt. Granulenzacker, Zopdusikacker, Wettekacker, Tetrachlorinemasut. Ein Zock, so der Jackie, Granulenzacker, Zopdusi, Kakaoette, Kaka, Tetrachloride, Masut. Der Schulmeister kommt sich es nicht so. Er muss sich nach viel mehr langt, viel mehr schwer, da viel mehr unverständlich Wort fangen, hat er bei sich gedurcht, an ihr so zum Jackie. Knuddelziele plätschert, Klibberhacker, Tute, Bugli, Gackel, Kribbel, Quadrat, Wackelpudding. Der Jackie hat ein Keier kurz den Kapp gerisselt, er so. Knuddelziele plätschert, Klibberhacker, Tute, Bugli, Gackel, Kribbel, Quadrat, Wackelpudding.